Wenn Sie Steuerberater sind oder Unternehmer sind, kennen Sie das Thema. Sie haben die laufenden Rechnungen des Steuerberaters für Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss und Steuererklärung. Das richtet sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung und die ist in den letzten 20 Jahren um 15-18% gestiegen. Also kaum gestiegen. Die Kosten sind nahezu gleich geblieben für das Deklarationsgeschäft. Gleichzeitig haben sich aber die Kosten für Mitarbeiter, für Miete und DATEV-Programme in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich ein Verlust rauskommen. Nein, das tut es nicht. Warum? Weil die Prozesse in der Geschwindigkeit sich verdoppelt haben. Die Finanzbuchhaltung, der Jahresabschluss und die Steuererklärung können nun doppelt so schnell erledigt werden, wie sie noch vor 20 Jahren erfolgt sind. Und warum ist das doppelt so schnell? Ja, das hängt mit der Digitalisierung zusammen. Hierzu kann man Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, die Kasse und die Bank perfekt automatisieren. Und wie das funktioniert und wie Sie dann die laufende Buchhaltung doppelt so schnell machen können wie bisher, das erklären wir heute in diesem Video. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater hier in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Mittlerweile haben wir hier über 400 Videos zu Steuergestaltungsmodellen online, die wir Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen, wie Sie als Steuerkanzlei oder als Unternehmer Ihre Steuerlast reduzieren können. Und was viele nicht wissen, ist, dass wir nicht nur die Gestaltungsberatung auf extrem hohem Level bei uns in der Kanzlei anbieten, sondern zusätzlich auch die laufende Steuerberatung anbieten. Das heißt, mit dem Team unter Herrn Wolfgang Fischer, das ist mein heutiger Interviewgast, haben wir über 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich darauf spezialisiert haben, die laufende Buchhaltung, die laufende Jahresabschlusserstellung und die Steuererklärung auf ebenfalls höchstem Niveau mit besten Serviceansprüchen zu erstellen. Und das hat einen ganz großen Vorteil für unsere Mandanten. Mandanten bekommen dann alles aus einer Hand, sowohl die Gestaltungsberatung als auch die laufende Steuerberatung. Ergänzt wird das durch unsere Rechtsanwaltsgesellschaft. Dann haben wir noch den dritten Bereich, die Rechtsberatung. Wolfgang Fischer hat Betriebswirtschaft studiert, hat anschließend das Steuerberaterexamen gemacht. Und ja, Sie verantworten bei uns ein Team von über 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich der laufenden Steuerberatung. Schön, dass wir uns heute unterhalten können. Vielen Dank, hallo. Wenn ich mir jetzt historisch vorstelle, der Mandant kommt mir diesen sogenannten Pendelordner, dem Leitsordner, gibt den dem Steuerberater und der Steuerberater bucht und kontiert das dann, gibt das händisch ins System ein. Ist das heute noch aktuell? Ich kann da sogar mitreden. Ich habe im Jahr 2006 angefangen in der Steuerbranche. Ich habe in der Tat noch einige Jahre die schönen alten Leitsordner händisch bearbeitet, durchgebucht. Ich würde sagen, dass wir aktuell über 90% der Mandate digitalisiert haben. Mhm. Es gibt noch einige wenige, vielleicht auch ein paar Sonderfälle, wo wir natürlich auch noch mit Papier arbeiten, aber es stirbt aus, ganz klar. Ja, das heißt, die Mandanten, die bei uns sich melden und die wir in die Kanzlei aufnehmen, in der laufenden Steuerberatung, die Kontaktdaten, die zeige ich Ihnen einmal hier, da nehmen wir Mandanten in der Regel ab 1 Million Umsatz, eher 2-3 Millionen Euro Umsatz nach oben hin offen. Das sind auch Mandanten, die wollen sich digitalisieren, die melden sich bewusst bei uns, weil sie den Schritt gehen wollen. Richtig. Ich würde es sogar noch andersrum formulieren. Unsere Bedingung in Anführungsstrichen ist mittlerweile, dass wir das Setup über Unternehmen online machen, ja, weil wir darauf eben spezialisiert sind. Damit können wir schnellstmöglich, bestmöglich arbeiten. Alle Kollegen kennen das System, sodass wir in den Erstberatungsterminen, wenn der Mandant mit dem FIBO-Thema kommt, eigentlich immer empfehlen, über Unternehmen online, über unser vorgefertigtes Setup zu gehen. Okay, wenn ich jetzt die monatliche Finanzbuchhaltung optimiert bekomme, ist der Jahresabschluss ja umso weniger Arbeit. Welche Bereiche sind denn jetzt bei der monatlichen Finanzbuchhaltung, wo ich besonders darauf achten muss bei der Digitalisierung? Exakt, wenn man das FIBO-Setup optimiert, bestmöglich darstellt, ist man in der Lage, deutlich schneller, effizienter, effektiver den Jahresabschluss zu erstellen. Beziehungsweise Sie haben schon auf Monatsbasis teilweise sehr, sehr nahe Aussagewerte über die Vermögensfinanz- und Ertragslage, wenn Sie jeden Monat richtig abgrenzen. Insbesondere in der Finanzbuchhaltung reduziert sich eigentlich alles auf die 4 Bereiche. Was haben wir vom Fluss? Wir haben die Eingangsrechnung, wir haben die Ausgangsrechnung, wir haben irgendwo da drin die Zahlungsthemen, also wie werden diese Themen bezahlt und in manchen Fällen noch das Thema Kasse. Okay, jetzt denken viele Zuhörer mit Sicherheit, dass ich die Eingangsrechnungen am besten automatisiert bekomme. Aber das sind doch die Rechnungen, die nicht die einheitliche Struktur aufweisen. Richtig. Es sind doch wirklich die Ausgangsrechnungen, die immer dem gleichen Prozedere folgen. Ich würde so rum anfangen, wenn wir uns die Ausgangsrechnung zuerst betrachten. Ja. Früher war es gang und gäbe, wirklich jede einzelne Rechnung sich anzusehen, einzutippen ins System. Und die Frage ist ja, was brauchen wir denn für eine Rechnung? Welche Informationen? Wir brauchen im Wesentlichen vielleicht 4, 5, 6 Informationen, die eine Rechnung beinhaltet. Jetzt haben wir den Fall über die neuen Systeme. Fast jeder Unternehmer hat ja mittlerweile ein System, ein digitales System, was Ausgangsrechnung generiert. Jetzt können wir uns ja nicht wie früher
die Sachen händisch ins System übertragen. Wir können ja jetzt an das System andocken, können uns diese 4, 5 Informationen, die wir brauchen, digital holen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das schnellstmöglich in unser FIBO-System? Das heißt, Ziel ist es, in dem Rechnungsausgangsprogramm vom Mandanten möglichst alle Daten digitalisiert zu übernehmen und bei uns in das Finanzbuchhaltungssystem bei der DATEV zu importieren, sodass egal wie viele Rechnungen geschrieben werden, der Übertragungsakt immer die gleiche Dauer hat. Wir wollen gar nicht auf die ganzen Details eingehen, wir wollen alle Bereiche einmal an der Oberfläche ein bisschen behandeln. Wenn ich dann weitergehe und nehme mir das zweite vor, nämlich die Eingangsrechnungen, die sind ja schon nicht mehr alle gleich strukturiert. Da ist die Telekom-Rechnung anders wie von der Vodafone. Das ist eines der größten Themen, die kosten, man glaubt es nicht, aber das ist das Thema, was am meisten Zeit kostet. Wie verarbeite ich am schnellsten, am effektivsten die Eingangsrechnung? Es fängt damit an, mit der Vollständigkeit. Wie gewährleiste ich denn, dass Rechnungen kommen über E-Mail, über mehrere E-Mail-Adressen zum Teil. Per Post kommen immer noch Rechnungen. Also Sie haben eine Vielzahl von Einheiten, wo die Rechnungen herkommen. Jetzt muss ich ersten Step gewährleisten, die Vollständigkeit, dass ich am Ende vielleicht einen Sammelpunkt habe. Mhm. Und dann muss ich diese Informationen, ähnlich wie bei den Ausgangsrechnungen, ein paar wenige Informationen müssen ja in mein Buchhaltungssystem. Unter anderem, wie viel Vorsteuer darf ich zum Beispiel auf der Rechnung ziehen? Und jetzt ist die Frage, wie bekomme ich schnellstmöglich diese Informationen aus der Summe der gesamten Eingangsrechnung, die ich irgendwo gesammelt habe, in unser FIBO-System. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können ganz klassisch digital arbeiten und können die Belege per E-Mail, per Upload in das System Unternehmen online transferieren. Dort wird es dann von uns zum Beispiel weiter bearbeitet. Mittlerweile machen einige Mandanten sogar den Weg, dass sie selber die Belege, die sie hochgeladen, eingescannt haben, schon vorkontieren, vorerfassen, was uns wiederum Zeit beim Einlesen spart, denn wir haben Kreditor, also wir haben ein paar Rechnungsdaten schon fertig eingegeben, sodass wir deutlich schneller sind. Aber in der Tat, das Thema Eingangsrechnung ist eigentlich das größte Thema, was noch am meisten Arbeit macht, zu überlegen, wie bin ich da am schnellsten, am effektivsten, am besten. Und dann kommt vom Mandanten immer die Frage, ja, ich bekomme die noch per Post. Das ist natürlich in den letzten 5 Jahren viel weniger geworden, diese Frage. Man muss natürlich auch mit den Lieferanten kooperieren. Also die Telekom schreibt mir auch die ganze Zeit, sie will es nicht mehr per Brief schicken, sondern per E-Mail. Ja. Und dann bekomme ich 5 Euro Rabatt. Also dann kooperiert man, hat am besten eine eigene E-Mail-Adresse für diesen Rechnungseingang. Ja, und kann es dann dort auch viel besser über einen Freigabeprozess in dem Unternehmen selber steuern. Ja. Und von dieser E-Mail-Adresse geht es dann teilweise auch automatisch hoch in das DATEV und dem Online-Programm. Okay, dann ist der dritte Bereich die Bank. Also bei der Bank war das früher so, man hat einen Kontoauszug, ein Papier bekommen und hat den dann erst kontiert und dann hat man den abgetippt, soll anhaben. Das ist heute anders. Ja, mittlerweile kann man die Bankdaten nahezu ausschließlich alle digital einspielen. Das heißt, alle Zahlungsdatensätze kommen über Nacht ins System rein, können am nächsten Tag verarbeitet werden. Spannende Frage ist hierbei, kann ich die Zahlungsflüsse, die von der Bank digital reinkommen, kann ich dem Programm schon sagen, die Miete, die jeden Monat kommt, möchte ich gerne auf das Konto haben, das auf das Konto. Das ist mittlerweile möglich. Die sogenannte Lerndatei. Die sogenannte Lerndatei, genau. Okay, muss man einmal eingeben und dann erkennt das Programm das automatisch. Richtig. Der vierte Bereich macht am meisten Bauchschmerzen, das ist die sogenannte Kasse. Ja, anstrengendes Thema. Frage ist immer hier, haben wir einen bargeldintensiven Betrieb oder nicht? Ja. Da muss man natürlich ein bisschen genauer hingucken. Aber auch hier gilt der Grundsatz, wie bekomme ich die Kassendaten, die ja mittlerweile fast alle digitalisiert sind, also alle größeren Betriebe arbeiten mit digitalen Einheiten. Und da ist genau die gleiche Fragestellung, auch wie bei den Ausgangsrechnungen. Wie komme ich schnellstmöglich an die Datensätze ran? Wie verarbeite ich diese? Und wie ist natürlich gewährleistet, dass die Kasse ordnungsgemäß geführt wird? Okay, Finanzbuchhaltung fertig. Ich drücke auf Senden. Umsatzsteuervormeldung geht raus. Großer Vorteil, wenn man das digital mit dem Steuerberater macht, gibt man nicht am Anfang des Folgemonats den Orten ab, sondern man lädt ja immer fast täglich die Daten hoch. Das heißt, in der Steuerkanzlei kann man auch schon mal während des Monats anfangen zu buchen. Man hat dann am nächsten Monat viel schneller die betriebswirtschaftliche Auswertung, ganz wichtig. Ja. Kann die man dann natürlich auch wieder digital zur Verfügung stellen. Ja. Das mache ich 12 Mal, dann kommt der Jahresabschluss. Und dann muss ich mir vom Mandanten noch wieder die ganzen Ordner kommen lassen, weil ich nochmal einzelne Rechnungen nachgucken lassen möchte, sowas früher. Ne? Sowas früher. Ja. Genau das, was Sie zu Beginn angesprochen hatten, dieser permanente Workflow. Woche für Woche, Tag für Tag, wenn wir da hinkommen. Und bei einigen Mandanten haben wir das schon, eine wochenaktuelle, eine tagsaktuelle Buchhaltung, gut, vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Wenn wir da hinkommen, dass wir einen permanenten Datenfluss haben, wir können permanent arbeiten, bedeutet ja auch für unsere Auslastungskurve, wir können einen kontinuierlichen Arbeitsfluss gewährleisten, haben nicht immer die Spitzenzeiten. 3 Tage vorm 10. Kommen alle Mandanten mit ihren Ordnern, wie früher, oder mit ihren Daten. Wenn wir das gewährleisten, kriegen wir eine optimale Finanzbuchhaltung hin und die dann am Ende darin endet, dass wir vielleicht sogar schon auf 80, 90, 95%
von den Jahresabschlussarbeiten sind, weil wir nämlich permanent monatsweise auch schon Abschlussarbeiten durchführen, um eine tagesaktuelle, monatsgenaue FIBO zu haben. Ja. Okay, total spannend. Und ich sehe es ja selbst, wir können ja dann, wenn wir den Jahresabschluss erstellen, sind zu jedem Buchungssatz ja jeder Beleg digital verknüpft. Das heißt, ich muss dann nicht mehr in den Aktenordner gucken, sondern ich klicke dann auf den Buchungssatz von vor 3 Monaten und sehe dazu auf meinem, wir arbeiten mit 3 Bildschirmen, ein Hochkantbildschirm, 2 Querformate, sehe auf dem Hochkantbildschirm direkt den Beleg, den ich vor 4 Monaten verbucht habe. Ja. Okay, und dann kann ich viel schneller die Bilanz zur Verfügung stellen und damit kann der Mandant viel besser und viel schneller sein Unternehmen steuern und wieder anpassen. Genau, da geht es ja auch so ein bisschen die Reise hin. Umso schneller sich der FIBO-Prozess optimiert, umso weniger Arbeit sollte man grundsätzlich damit haben. Das ist ja die Idee, sodass wir im Idealfall auch noch ein bisschen Zeit auch haben, den betriebswirtschaftlichen Prozess mitzubegleiten, zu beraten. Und der Mandant kann in der Tat, wenn er zeitnah die BWA hat, auch als Steuerungseinheit, als Steuerungsinstrument für das Unternehmen benutzen. Genau. Sie merken, dass wir nicht nur bei der Digitalisierung, also bei der Optimierung dabei sind, sondern wir helfen auch bei, dass der Mandant schon einen Teil der Buchhaltung durch Vorkontieren selber vorbereitet. Dafür braucht man kein Buchhalter zu sein. Und drittens, wir helfen auch dabei, unterstützen dabei, dass die Buchhaltung in-house bei Ihnen gemacht wird und wir quasi der Berater sind für die Finanzbuchhaltung, der Ansprechpartner fürs Finanzamt bleiben und am Jahresende Jahresabschluss und Steuererklärung machen. Exakt. Durch die digitalen Prozesse, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, ist es auch immer mehr Unternehmen möglich. Ein Großteil der FIBO, Sie haben es gerade gesagt, Vorkontieren ist ein Teil der Arbeitsübernahme auf Mandantebene, dass Unternehmen zum Teil selber die FIBO machen oder in Stückweise die FIBO selber machen. Und wir unterstützen sehr gerne, entweder den kompletten Prozess aufzusetzen. Mhm. Also der Mandant kommt, sagt, wir haben eine oder haben jemanden, der gerne die Finanzbuchhaltung machen möchte, dann sagen wir, Setup so, so und so, also spezifisch zugeschnitten auf die Wünsche vom Mandanten, sei es jetzt über die Ausgangsrechnung, mit welchem System, vielleicht fragt er uns, will ich die Ausgangsrechnung schreiben, über welches System will ich die Eingangsrechnung verbuchen und zu verarbeiten, und dann kriegt er von uns das System, das Setup vorgegeben, arbeitet damit, wir begleiten am Anfang natürlich sehr viel, sehr stundenintensiv, gehen wir mit rein, bis der Prozess läuft und am Ende sind wir dann nur noch die Begleiter, die Berater der laufenden Buchhaltung. Der laufenden Buchhaltung und insbesondere in Zusammenhang mit der Gestaltungsberatung, dass wenn die Rechtsform nicht mehr passt, dann passen wir weisen wir proaktiv darauf hin, optimieren die Rechtsform. Dann wirken wieder Kollegen aus der laufenden, aus der Gestaltungsberatung und der Rechtsberatung zusammen und optimieren dort alles. Exakt. Super, vielen lieben Dank, Wolfgang Fischer. Wir blenden Ihnen nun noch einmal die Kontaktdaten an. Wenn Sie die laufende Buchhaltung optimiert haben wollen, wenn Sie von uns eine gesamte umfangreiche Beratung haben wollen, wenn wir Ihr Mandat komplett übernehmen sollen, sowohl in der laufenden Beratung als auch in der Gestaltungsberatung, rufen Sie gerne einmal an, vereinbaren Sie gerne einen ersten Kennenlerntermin bei uns in der Kanzlei.